Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Bundesliga Stars. Ja, es kommt euch jetzt sehr komisch vor, dass jetzt hier dritte Halbzeit steht. Aber das liegt daran, dass wir heute ja ein bisschen uns in was Neues reinfriemeln, in ein neues Konzept, ein altes neues Konzept. Und zwar, die Bundesliga endet bald und deswegen werde ich ein bisschen euch darauf hinweisen, dass ich versuche natürlich für dieses Bundesliga-Stars einen Ersatz zu suchen, eine wöchentlich eine Folge-Serie, und das ist dann die dritte Halbzeit. Da gehen wir mal ein bisschen die News durch, die Ergebnisse und natürlich nach der Bundesliga noch das Champions-League-Finale, Europa-League-Finale, die EM, die neuen Wechsel und so weiter. Und dann gehe ich ein bisschen das durch, so 20 Minuten, 30 Minuten. Ihr könnt euren Senf dazugeben, es kann euch für euch langweilig sein oder nicht. Ich habe nur ein bisschen Spaß zu labern und muss irgendwie meine Ideen auch mal irgendjemanden rausgeben. Und deswegen hier diese dritte Halbzeit und wir fangen heute damit an. Es ist noch Bundesliga-Stars, keine Sorge, und das geht natürlich auch weiter. Aber ich habe ein bisschen was vorbereitet und werden das mal ein bisschen anders angehen, weil ich fand die letzte Sendung nicht schlecht, aber ich fand es auch ein bisschen für den Zuschauer ein bisschen öde. Da war die ganze Zeit Bundesliga-Stars der Browser zu sehen und ich habe irgendwas gelabert von Ergebnissen, aber es war nicht so schnieke. Man kann leider aus rechtlichen Gründen, also weil man muss ja TV-Rechte für Bundesliga und so kaufen, keine Bewegtbilder zeigen, aber es ist jetzt nicht so weltbewegend, wenn ich jetzt ein Bild nehme von einem Spiel und habe jetzt mal ein bisschen mehr was vorbereitet für euch, dass es ein bisschen spannender wird. Und ja, wir werden heute deswegen gemeinsam mal den 29. Spieltag durchgehen und natürlich vieles mehr heute noch. Und ich werde natürlich wieder die Bundesliga, erste und zweite Liga tippen. Und natürlich gibt es auch die totale Resultate von Bundesliga-Stars. Wie sieht es da zurzeit aus? Da ist auch wieder einiges passiert. Ich hoffe, ihr seid dabei, freut euch drauf. Und lasst uns doch mal jetzt den ersten Spieltag, wollte ich gerade sagen, dann das erste Spiel angehen vom 29. Spieltag. Und das war folgendermaßen, das war Hertha BSC gegen Hannover 96, 1-2-2. So, ich weiß nicht, was hier für ein Fehler kommt. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Nee, so. 1-2-2 und da muss man sagen, Berlin fängt an zu stocken. Erst die Niederlage letzte Woche und jetzt ein 2-2 gegen Hannover 96, die für mich und für alle, denke ich, auch schon abgestiegen sind. Hannover hat aber für mich mit dem neuen Trainer einen ganz anderen Fußball gespielt auf dem Platz. Ist natürlich bitter, dass man dann, ich denke, dass die Verantwortlichen von Hannover 96 jetzt denken, ach mein Gott, warum haben wir den Thomas Schaaf nicht schon früher gefeuert, warum haben wir ihn überhaupt geholt, was auch immer. Wenn man vielleicht früher reagiert hätte, würde vielleicht, wenn natürlich Hannover in diesem kommenden Wochenende wieder so gute Leistung zeigt, würde man vielleicht doch noch, hätte man es vielleicht doch noch vereiteln können, abzusteigen. Das ist natürlich jetzt zu spät reagiert, jetzt muss man damit leben. Wir schauen uns gleich nochmal die Tabelle an. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, aber trotzdem, ja, sieht man einfach, das ist unmöglich. Also wer so einen krassen Optimismus noch hat und glaubt, Hannover packt das noch, es ist ja fast schon rechnerisch schon nicht mehr möglich. Es ist noch möglich, aber es ist einfach, ja, ihr wisst, was ich meine. Hertha hingegen muss jetzt aufpassen, wir kommen gleich noch zu dem Ergebnis, aber ihr wisst das bestimmt schon, dass Leverkusen gewonnen hat gegen Köln. Und kommt da jetzt nochmal ran. Leverkusen ist eigentlich der Matchwinner vom 29. Spieltag und die Bayern. Ja, Hertha muss aufpassen. Ich persönlich gönne es natürlich Hertha, weil die natürlich nicht den overpowerten Kader haben. Deswegen ist es nochmal ein Tick sympathischer, wenn man keinen mega Bayern-Kader oder so hat und trotzdem so einen guten Fußball spielt, gönnt man es dir natürlich. Anders gesehen muss ich sagen, ich sehe Hertha nicht qualitativ oder nicht qualifiziert mit der Qualität für die Champions League. Europa League, glaube ich, traue ich ihnen sehr viel zu. Deswegen, mich würde es nicht stören, wenn sie am Ende nur 5. oder 6. werden. Tut mir leid für alle Berliner Fans, die mich vielleicht zuschauen. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist einfach nur eine neutrale Beobachtung und natürlich meine persönliche Meinung. Wir sind in einem freien Land, wo man das auch sagen kann. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist wieder eine kleine Sensation. FC Ingolstadt gewinnt 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Und die Gladbacher, ja, die wandern auch so wie Schalke zurzeit zum Hin und Her. Einmal gut, einmal schlecht, einmal gut, einmal schlecht. Aber die Ingolstädter
Was ist denn los mit denen? Erst 3-0 Schalke geschlagen, dann 1-0 Gladbach. Europa League ist eventuell rechnerisch noch greifbar. Ob es das wird, weiß ich nicht. Ich denke auch, dass Ingolstadt nicht das Ziel hat, unbedingt Europa League spielen zu wollen im Aufstiegsjahr. Und zuletzt kann ich mich zurückerinnern, dass Eintracht Frankfurt und der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger so gut waren in den letzten Jahren. Was anderes weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was vor kurzem war. Also deswegen ist Ingolstadt richtig gut dabei. Und zu Ingolstadt-Thema kommen wir gleich noch zu einer News, die ihr bestimmt auch schon die Woche mitbekommen habt. Also Ingolstadt, muss ich sagen, Respekt, richtig gut bei der Sache. Und was mich irgendwie ein bisschen freut, ist, dass eventuell, je nachdem wie Darmstadt jetzt nochmal Gas gibt zur Endphase der Saison, mal kein Aufsteiger wieder absteigt, dass ein bisschen sich was bewegt in der Liga. Das finde ich auch nicht so schlecht. Ist natürlich ein bisschen schade, dass, obwohl schade ist es nicht, dass natürlich in der zweiten Liga wieder Absteiger direkt aufsteigen. Ich natürlich, Freiburg gönne ich das total. Ich habe damals schon gesagt, Freiburg habe ich nicht als einen Abstiegskandidat gesehen. Das war einfach nur Pech, dass sie in die zweite Liga mussten. Und sie beweisen es, dass sie in der zweiten Liga erstligareif sind. Das ist völlig in Ordnung. Ich meine nur, als abwechslungsreicher Fußballfan mag ich es lieber, dass dann doch ab und zu andere ab- und aufsteigen für, ja, mehr Abwechslung. Dann kommen wir zum nächsten Spieltag. Das wird viele Zuschauer von mir nicht gefallen. Hamburg SV verliert gegen Darmstadt 1-2. Und ein Freund von mir war im Stadion, hat ein bisschen für mich berichtet und er hat gesagt, in der Fantribüne hat man sich ein bisschen amüsiert über die Leistung des Hamburger SVs. Anfangs hat man ziemlich viel gelacht über Stolperer, Ausrutscherer und so weiter. Am Ende hat man natürlich jede Aktion teilweise abgepfiffen in den Fanabteilungen, weil man einfach unzufrieden war mit dieser Leistung gegen Darmstadt. Und man muss einfach auch sagen, ich denke, dass der HSV, was tun wird in der Offensive? Ich habe gerade kurz vor der Aufnahme gelesen, Lasogga möchte den HSV verlassen, ist nicht mehr Stammspieler, trifft nicht mehr ordentlich. Und ich muss sagen, ich habe eine lange Diskussion mit meinem Kumpel geführt über HSV und die Offensive. Er war eher der Meinung, man bräuchte keine besseren Stürmer, sondern eher bessere Mittelfeldspieler, die die Bälle besser zum Stürmer spielen. Ich bin da eher gespaltet. Ich sage, wenn ein Lasogga, ein Gregoritsch, ein Shiplock und sonst was einfach die Tore nicht macht, wie willst du dann dort erfolgreicher spielen? Wie willst du da Tore schießen? Wir wissen, die Bundesliga hat fast jeder Verein eine verdammt gute Defensive. Das ist gute Arbeit. Die Bundesliga ist eine sympathische Liga. Da kann man, da muss man einfach was tun in der Offensive. Natürlich braucht man die Bälle vom Mittelfeld und von der Abwehr, von den Außenspielern in den 16er. Da hat der Kommentator was Tolles gesagt im Hinspiel zwischen Real Madrid und Wolfsburg oder Wolfsburg gegen Real Madrid, hat was ganz Tolles gesagt. Er findet es nicht so toll, dass ein Ronaldo immer so hochgejubelt wird von den Medien. Dabei vergessen viele, dass Ronaldo teilweise, er spielt guten Fußball, das wissen wir alle, teilweise aber auch nur guten Fußball spielt, weil er tolle Spieler hinter sich hat, die ihm die Bälle zuspielen. Also Modric und Toni Kroos, die machen natürlich wirklich die harte Arbeit im Abräumen und im Vorwärtsgang für ihn. Natürlich hat man im Rückspiel, da kommen wir auch noch gleich zu, gegen Wolfsburg gesehen, dass Ronaldo ein klasse individueller Spieler ist, gar keine Frage. Aber es ist wie in Hollywood bei einem Kinofilm. Es ist so, da kommt ein richtig geiler Kinofilm raus, der mit mehreren Oscars ausgezeichnet wird und dann wird der Schauspieler und der Regisseur hochgejubelt. Dabei darf man einfach nicht vergessen, wer diese Idee entwickelt hat und das ist natürlich der Autor. Der hat sich dahin gesetzt, der hatte die Kreativität und hat dieses Buch geschrieben zu diesem tollen Film und der wird immer in den Schatten gestellt und so ist es halt leider auch teilweise bei sowas wie bei Real Madrid. Und man muss einfach gucken, HSV, finde ich, macht das nicht schlecht. Ich finde, als HSV-Fan darf man rückblickend zur letzten Saison sich einfach über gar nichts beschweren. Man kann glücklich sein, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mit dem Abstieg zu tun hat, leider auch nichts mehr mit dem oberen Abteil. Aber das kann doch einem so egal sein. Ich finde, man kann sehr, sehr, sehr zufrieden sein mit dem, was HSV in dieser Saison gemacht hat. Und jetzt ist halt Fakt und der Fokus darauf gelegt, wie die nächste Saison wird, die wird entscheidend. Wenn da es wieder bergab geht, dann darf man sich natürlich als Fan auch wieder aufregen und beschweren. Aber ich denke, Labbadia und Beiersdorfer versuchen wirklich alles zu geben,
dass da wieder noch eine kleine Steigerung kommt und in der übernächsten Saison noch eine Steigerung, dass der HSV wieder Europa League-fähig wird. Ich denke, man muss da geduldig sein und dem Ganzen Zeit geben. Das nächste Spiel, ja, Stuttgart gegen die Bayern. Und Stuttgart hat ja eigentlich keinen schlechten Fußball gespielt, das muss man mal sagen. Blöderweise dieses Eigentor, das hätte echt nicht, ja, was hätte nicht sein müssen, das ist auch eine blöde Aussage. Es ist so, wie es ist. Es war mir ganz klar, dass Bayern dieses Spiel gewinnt. Gegen Stuttgart gab es immer viele Tore. Stuttgart sehe ich aber trotzdem ein Tickchen stärker, als dieses Ergebnis zeigt. Und gegen die Bayern braucht man sich bei dem Ergebnis gar nicht zu schämen. Viele HSV-Fans können da ein Wörtchen mitreden, wenn man sagt, oh Gott, gegen die Bayern konnten wir in den letzten Jahren uns ganz schön viel schämen. Es ist völlig in Ordnung. Ich denke auch bei Stuttgart, dass Dutt und Gramny wirklich gute Arbeit machen und dass sie auch wie beim HSV genau dieselbe Phase gerade haben. Die brauchen jetzt ein bisschen Zeit, müssen Step by Step ein bisschen sich nach oben arbeiten mit der Entwicklung und dürfen jetzt nicht wieder abfallen, sondern müssen jetzt Stück für Stück hoch mit Geduld. Und ich glaube, Stuttgart hat einen guten Kader. Ist natürlich eine Frage, wer kommt, wer geht. Das ist natürlich ein bisschen schwierig mit Didavi und Kostic, die eventuell Ausstiegsklauseln und so weiter haben. Also da muss man ein bisschen gucken, ne? Die Bayern, ganz klar, da kommen wir auch noch gleich zu, sind eh schon für mich deutscher Meister, aber gucken wir mal weiter. Werder Bremen gegen Augsburg. Und wenn wir uns gleich die Tabelle angucken, möchte ich noch mal ganz kurz darauf was ganz Spezielles sagen. Es gibt so Mannschaften wie Augsburg, wenn die absteigen sollten, irgendwie aus warum auch immer, muss ich sagen, es wäre unverdient wie letztes Jahr mit Freiburg. Also ich muss sagen, fast alle Mannschaften, die da unten drin stecken, haben es nicht verdient abzusteigen. Hannover doch, das finde ich schon, die haben es verdient. Frankfurt vielleicht auch ein bisschen. Bremen bewegt sich in diese Richtung, wo man sagt, ja, die hätten es verdient. Aber sowas wie Augsburg, wie Darmstadt und so weiter, die, finde ich, haben sich nicht verdient abzusteigen. Und Augsburg zeigt es immer wieder, dass sie eigentlich Qualität haben. Und natürlich eine schwere Saison hat, das geht natürlich auf die Beine, das geht auf die Moral, auf Selbstbewusstsein. Ist klar, dass man dann da nicht mehr ganz rauskommt. Aber sie beweisen es immer wieder, dass es möglich ist. Mit Weinze, einem guten Trainer, wo leider intern immer ein bisschen viel gerade in den Medien passiert mit, geht er jetzt zu Schalke oder nicht? Würde ich jetzt als Spieler, ja gut, man legt den Fokus natürlich aufs Spiel, aber natürlich merkt man sowas, man kriegt natürlich sowas mit. Und Werder Bremen, ja, keine Ahnung, ich habe ja so ein ganz komisches Gedenke, das klingt jetzt wirklich blöd, aber seit die den Sponsor Wiesenhof drauf haben, spielen die schlechten Fußball. Das ist meine Beobachtung irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber irgendwie habe ich so die Idee. Ja, da kommen wir zum nächsten Abstiegsthema. Eintracht Frankfurt verliert gegen Hoffenheim 0-2 und da ist das nächste Punkt. Hoffenheim mit dem neuen Trainer, finde ich, ist nicht abstiegsreif. Ich finde, sie spielen besseren Fußball. Natürlich auch da ist es wieder so ein Thema, dass man jetzt schwere Beine hat, die Moral und so weiter. Und dann ist das so, wie es ist. Kovac, ja, für mich persönlich ein Flop, den man geholt hat. Vielleicht hätte man doch einen Gang runterschalten sollen bei Frankfurt und sagen, okay, so ein Kostas Radonjic oder so jetzt vielleicht eher gebracht. Der weiß, wie man vielleicht doch so ein Team da herausholt. Ich glaube, dass Kovac die Saison zu Ende machen wird und dann denkt man, okay, wenn wir in der ersten Liga bleiben, werden wir einen Neuanfang starten bei den Frankfurtern. Das ist auch so eine Hin und Her bei Eintracht Frankfurt. Anfang der Saison, muss ich sagen, hätte ich gar nicht mit denen gerechnet da unten drin. Jetzt wackeln die so ein bisschen, wo ich sage, okay, ich glaube, es wird ein Kandidat, der definitiv absteigen wird. Irgendeiner muss absteigen, irgendeiner muss Platz 17 haben. Es geht leider nicht anders, es ist nun mal so, ja. Irgendeiner muss Platz 17 haben, ich glaube, Hoffenheim wird es nicht haben. Wolfsburg gegen Mainz 1-1 und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass man gegen Real Madrid zeigt, dass man ein unglaublich krasses, geiles Team hat und dann kommen die Mainzer, nichts gegen die Mainzer, die sind ja super geil drauf und dann zeigt man plötzlich wieder so eine Halbleistung, weil keine Ahnung, das Rückspiel von der Champions League im Kopf ist oder weil die Moral gegen Mainz anders ist, keine Ahnung, aber ich denke, wenn man so gespielt hätte wie gegen Real Madrid, hätte man hier 4-0 gewinnen können. Natürlich kann man nicht wie gegen Real Madrid nochmal 200% Energie abrufen. Trotzdem, ja, es wäre vielleicht mehr drin gewesen. In 1-1 ist aber von mir aus gesehen, von dem ganzen Spielablauf her, völlig in Ordnung. Und die Mainzer, ja, die sind ja auch wirklich konstant immer gut dabei. Und das ist auch mal was, ne? Schalke gegen Dortmund. 2-2 im Stadtrivalen Derby. Gut, liebe Freunde, da ist die Diskussion gestartet worden, dass keiner es gut heißt, was Tuchel gemacht hat mit dieser Rotation. Und ich muss sagen, ich finde es auch nicht gut.
Und mich, ehrlich gesagt, tut es richtig weh. Ich meine, die Bayern spielen guten Fußball, dann muss man es denen natürlich auch gönnen, dass sie Deutscher Meister werden. Und irgendwie habe ich mir so ein Tickchen gewünscht, dass vielleicht noch ein Wunder kommt, dass die Dortmunder noch dranbleiben und vielleicht doch noch was passiert. Jetzt mit diesem 2-2 ist ganz klar, dass Bayern für mich persönlich Deutscher Meister ist, auch wenn es rechnerisch noch nicht so zählt, aber ich denke, das ist jetzt ganz klar. Und Schalke, ja, erst 3-0 verliehen gegen Ingolstadt, jetzt ein 2-2 gegen Dortmund, aber viele haben gesagt, oh, die Dortmunder, die fetzen die Schalker weg. Ich habe mir jetzt gleich gedacht, dass Schalke, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sogar ein 2-2 getippt, das muss ich nochmal rausfinden. Gleich machen wir das am Ende der Folge. Schalke, das ist natürlich so ein Spiel, da hat man eine ganz andere Moral, da geht man mit ganz anderem Selbstbewusstsein auf den Platz. Und da war es mir ganz klar, dass Schalke da anders spielen wird. Ich finde es nur ein bisschen schade von Dortmund, weil das Ding ist, man hat so ein bisschen den Titel abgehakt und war so Fokus auf Liverpool. Stellt euch mal vor, heute Abend gegen Liverpool verbockt Dortmund, dann haben sie am Ende gar nichts mehr. Dann müssen sie sich auf den Pokal konzentrieren, wenn sie es da verbocken, dann haben sie überhaupt nichts. Deswegen, ich finde, man sollte gar nichts abhaken. Auch wenn man jetzt denkt, oh, die Bayern, die sind schon 6 Punkte weg, das schaffen wir eh nicht mehr. Das finde ich eine blöde Einstellung, ganz ehrlich, weil Wunder gibt es immer im Fußball. Und ich finde, die Bayern haben in letzter Zeit auch ein bisschen gewackelt, muss man schon sagen. Gut, so ist es halt, kann man nichts machen. Kommen wir zum nächsten Spiel, Köln gegen Leverkusen. Das letzte Spiel, 0-2 hat Leverkusen gewonnen. Sorry, dass da der Schriftfehler ist, N in Wappen drin, muss ich das nächste Mal korrigieren. Ja, Köln ist so ein bisschen im Abstiegskampf, nein, nicht im Abstiegskampf, sondern im Absturzbewegung. Aber auch das ist nicht so wild. Köln für mich hat auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt, muss ich schon sagen. Also da kann man gar nicht meckern. Leverkusen, habe ich schon Anfang der Folge gesagt, für mich der Matchwinner oder der Gewinner der Spieltages. Das schauen wir uns jetzt mal an in der folgenden Tabelle des 29. Spieltags. Da sehen wir Bayern München mit 75 Punkten auf Platz 1. Dortmund natürlich auf Platz 2 mit 68 Punkten. Und Dortmund ist definitiv Vizemeister. Das kann Dortmund nicht mehr nehmen. Es wäre halt Möglichkeit gewesen, wenn man Schalke gewonnen hätte, dass man noch um den Titel hätte kämpfen können. Jetzt sind es natürlich 7 Punkte Abstand. Man kann noch ganze 15 Punkte holen. Es wäre also noch möglich, aber ich denke, jetzt so in dieser Konstellation würde ich sagen, dass Bayern deutscher Meister ist. Berlin hat echt noch ein bisschen Schweineglück mit den letzten beiden Spielen immer noch Platz 3 zu haben mit 49 Punkten. Leverkusen, das habe ich gerade gesagt, der Gewinner des Spieltages hat gewonnen, 48 Punkte. Gladbach, Mainz und Schalke haben sich da so teilweise selbst ein Ei gelegt, aber es ist auch richtig spannend mit 45 Punkten. So möchte ich das auch oben bei 1 und 2 haben, dass es so spannend ist wie zwischen Platz 3 und 7. Das wünsche ich mir mal. Das wünsche ich mir echt mal. Und deswegen bin ich auch gar nicht mehr so gespalten, dass Leipzig aufsteigen soll, weil da kommt ein dritter Kandidat, der vielleicht in 2-3 Jahren sagt, so, jetzt sind wir so wie Dortmund und Bayern. Und vielleicht wird das aber ein bisschen spannender. Keine Ahnung, man kann sich auch drüber streiten, ob dieses, was der DFL jetzt vorhat mit diesen Paketen, was sie diese Woche bekannt gegeben haben. Es gibt ja neue TV-Recht-Pakete. Sky darf wohl in Zukunft nicht mehr Fußballrechte alleine besitzen. Es muss jetzt ein anderer TV-Sender auch Rechte haben. Wenn kein TV-Sender Interesse dran hat, dann kommt eine B-Regelung her, dass Internetportale das zur Verfügung stellen müssen. Das hat das Kartellamt entschieden, mit irgendwie dem DFL auch zusammen. Ich denke, der DFL kommt das sehr gut entgegen, weil das Ziel ist, den Marktwert der TV-Rechte der Bundesliga auf 1 Milliarde hochzukriegen. Natürlich ist das, was in England und in China passiert, sehr ärgerlich, wie viel Geld da ausgegeben wird. Man muss aber sagen, in England ist irgendwie die Liga trotzdem irgendwie sympathischer und noch ein Tickchen geworden. Und Deutschland hat gar keine andere Wahl, weil es wird weiter so gehen. Man kann sich nicht zurückziehen, man muss leider mitziehen. Und deswegen denke ich, muss man das akzeptieren, dass der DFL das vorhat. Der einzige Knackpunkt, den ich finde, ist, es muss halt so sein, dass Traditionsvereine, dass Vereine in der zweiten Liga, dass Vereine kurz vor Insolvenz oder so auch einfach Geld reinkriegen und nicht nur die Top-Vereine jetzt mega, mega Kohle kriegen. Das finde ich ein bisschen schade.
Da sollte man ein bisschen gucken, dass man da das alles gut hinkriegt, dass zum Beispiel auch ein Kaiserslautern doch weiß, die TV-Rechte sind so hoch gegangen, dass auch wir jetzt, okay, kriegen jetzt nicht mega, mega Kohle, aber so Kohle kriegen, dass man vielleicht auch mal noch einen Top-Spieler kaufen kann oder so. Ich meine, die zweite Liga in England ist auch relativ gut bedient mit diesen TV-Rechten, mit diesem hohen Marktwert, den es in England gibt, in der Championship. Da gibt es ja auch eine oder andere Überraschung, große Einkäufe in der Winterpause und so weiter. Ja, das einfach mal dazu und die Mainzer und Schalke, die sind da oben richtig krass dabei und da wird es nochmal richtig, richtig spannend. Wer wird der Vierte, Dritte, wer kommt in die Champions League, wer Europa League? Es gibt ja noch Konstellationen, dass vielleicht Platz 7 sogar noch, obwohl ich glaube, das hat sich jetzt erledigt mit der Champions League in dieser Woche. Ingolstadt, das haben wir auch angesprochen. Ihr seht, punktemäßig, also rechnerisch, könnten sie noch die internationalen Plätze erreichen. Ich denke aber, die 40-Punkte-Grenze ist das Ziel. Man kann mehr erreichen. Man kann mit Ingolstadts Situation sehr, sehr zufrieden sein. Auch HSV. HSV kann mit einer riesen Krise natürlich noch absteigen. So ist es nicht. Trotzdem würde ich sagen, dass Hamburg, Köln, Stuttgart eigentlich nicht mehr viel damit zu tun haben, wenn sie Gas geben. Darmstadt, Hoffenheim, die sind da mit 32 Punkten. Ja, gut dabei, das sehen wir hier. Und Augsburg, ja. Für mich persönlich, ich würde sagen, je nachdem wie die Lage passiert in den nächsten Spielen, ich glaube, genauso wie jetzt der Abstieg ist, so stelle ich mir das auch nach 34 Spieltagen vor. Ich glaube, Bremen wird Relegation spielen, wird gegen Nürnberg gewinnen, wird in der ersten Liga bleiben, Frankfurt und Hannover steigen ab. So wäre es auch aktuell zum Spielablauf verdient. Natürlich kann Nürnberg auch gewinnen, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Dass Stuttgart dann doch, dass Werder Bremen doch ein bisschen mehr Erfahrung und Qualität hat, dann am Ende doch noch Nürnberg knapp schlagen zu können. Und das ist meine Idee. Und ich finde halt, dass in Augsburg, Hoffenheim, Darmstadt, Stuttgart einfach auch zeigen, dass sie eigentlich erstligareif sind. Die wackeln natürlich, das habe ich jetzt oft genug gesagt, sie haben natürlich jetzt schwere Beine, Selbstbewusstsein ist ganz anders, jetzt Selbstvertrauen ist halt ganz anders jetzt durch diese ganze 29 Spieltage. Ja, das zum 29 Spieltag. Kommen wir weiter zur Champions League, die diese Woche war, liebe Freunde, Viertelfinale. Die Ergebnisse: Benfica, Lissabon, 2-2 gegen die Bayern. Also Leute, ganz ehrlich, das war natürlich viel Glück für Benfica, dass da die Tore kommen, obwohl das 1-0 war sensationell von Benfica Lissabon. Bis dahin habe ich gedacht, wow, es wird ein geiles Viertelfinal-Rückspiel. Dann kam aber Vidal mit dem Tor. Und da muss ich sagen, da kann man sich drüber streiten, ja, ist das okay oder nein. Also nicht von Bayerns Sicht aus, sondern von Benficas Sicht aus. Was war das, die richtige Aktion vom Torwart? Der hat natürlich super noch reagiert, aber er hat den Ball natürlich direkt vor die Füße gefaustet. Keiner stand bei Vidal. Hätte man bei Vidal gestanden, hätte man vielleicht den Fuß hinlegen können und dann wäre der Ball nicht reingegangen. Ich sage das jetzt mal nur als Unparteiischer, jetzt nicht, weil ich denke, jetzt gegen die Bayern oder sowas. Dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen für Benfica, weil man hat ja gesehen, trotz dass Jonas und so weiter gefehlt hat, war das gar nicht so schlecht, dass Benfica gespielt hat und Bayern hat ja doch das eine oder andere ein bisschen gewackelt. Für mich persönlich, ich habe mich mit meinem Bruder gestritten über das 1-0, war das ein definitiver Fehler von Manuel Neuer. Also was heißt Fehler? Er ist nicht daran schuld, dass das Tor entstanden ist. Das war einfach toll rausgespielt. Die Abwehr, ja, hat ihn nicht mehr richtig gekriegt, den Ball. Aber meine Diskussion, die ich mit ihm angefangen habe, war, wenn Neuer nicht so komisch rausgegangen wäre und hätte sich da irgendwie verwirrt da plötzlich rumgestanden, hätte man den halten können, weil er ist ja gerade auf das Tor gegangen, wäre eigentlich einfach zu halten gewesen, eventuell für einen Manuel Neuer. Deswegen kann man sich drüber streiten, aber es kann den Bayern egal sein. Vidal hat das 1-1 gemacht und dann kam noch die Führung durch Müller, durch eine einstudierte Aktion. Deswegen waren die Bayern ja so in der Freude und ja, ich habe heute noch gelesen, es kam jetzt raus, wen es interessiert. Lewandowski hat teilweise nicht nur gespielt, weil er sich im Hinspiel durch die Abwehr nicht durchsetzen konnte, sondern er hatte einen Autounfall und war irgendwie anscheinend noch irgendwie, keine Ahnung, physisch nicht ganz anwesend, dass man ihm dann eine Pause gegeben hat. Das schreiben jetzt die Medien, was da jetzt dran ist. Es interessiert mich eigentlich weniger. Was mich aber mehr interessiert ist, dass der Titelverteidiger Barcelona raus ist. Yay! Habe ich gestern noch getwittert. Ich habe mich wie ein Ast gefreut. Atletico Madrid ist weiter. Hinspiel hatte 2-1 Barcelona gewonnen. Und das war natürlich ein kleiner Vorteil für Atletico Madrid. Und jetzt hat Madrid, ja, 2-0 gewonnen. Griezmann, Man of the Match, ganz klar. Und es wird
ich fände es irgendwie cool und ich habe das gar nicht mitgekriegt irgendwie. Ich dachte so, Barcelona ist ja schon Meister in Spanien, das habe ich so vor ein paar Wochen irgendwie so gesehen oder vor einer Woche oder so. Aber es hat sich ja nochmal was getan. Atletico Madrid könnte ja Barcelona noch den ganz großen Spaß verlieren. Die haben nur noch 3 Punkte weg, dass an Barcelona, dass Atletico Madrid doch noch gewinnen kann. Das finde ich richtig krass. Wir sehen Real Madrid 3-0 gegen Wolfsburg gewonnen. Ich habe mir das Wolfsburg-Spiel angesehen und muss sagen, ich habe es in der letzten Bundesliga-Stars-Folge gesagt, liebe Freunde. Wenn Wolfsburg so reingeht wie im Hinspiel, dann werden sie verlieren, weil Real Madrid ist so ein schlaues Team. Nicht nur ein super Kader, sondern auch im Hintergrund arbeiten sehr, sehr fähige Menschen. Und die haben natürlich dann das Hinspiel analysiert und sich gedacht, okay, die spielen jetzt wieder so, wie sie auch gespielt haben. Und das war dann zu einfach. Muss aber sagen, Ronaldo war natürlich 1A. Und ja, man hätte das 1-0 vermeiden können. Dann wäre es vielleicht ein anderes Spiel geworden. Hat man aber nicht. Man hat da geträumt. Real Madrid hat aber auch ganz klasse, mega, super Power gegeben. Ich finde, Wolfsburg hat mit dem Hinterkopfgedanke irgendwie, wir brauchen nur ein Tor, zu wenig gemacht. Hat sich zu wenig getraut. Enrique war für mich zu viel hochgejubelt nach dem Hinspiel. Für mich war er eigentlich ein Flop in dem Rückspiel. Muss aber sagen, es ist echt extremst bitter, dass Draxler und Enrique sich verletzt haben. Draxler hat mir absolut gefehlt irgendwie im Spiel. Da war im Hinspiel schon der Beste. Er hatte Anfangsphase die besten Aktionen gehabt. Schöne für mich, wie im Hinspiel. Kein guter Stürmer alleine da vorne. Aber ich glaube, man hat sich einfach gedacht, der ist sprintstark, der kann gut. Aber so ist das nun mal. Bitter. Heute habe ich gelesen, dass Luis Gustavo wohl überlegt, den Verein zu verlassen für alle Wolfsburger Fans. Ob das so wird, weiß ich nicht. Dann haben wir Manchester City, ist weiter gegen PSG. Trapp hat einen Elfmeter verursacht, aber der ging nicht rein. Aber trotzdem ist Manchester City zum allerersten Mal im Halbfinale der Champions League. Und ja, lass uns doch mal ansehen, denn morgen ist die Auslosung. Und Leute, es könnte das geilste Halbfinale aller Zeiten werden. Stellt euch mal vor, FC Bayern München gegen Manchester City, Pep Guardiolas neuer Verein gegen seinen aktuellen Verein und dann würde natürlich Atletico Madrid gegen Real Madrid spielen. Also wenn diese Konstellation passiert, Leute, ein besseres Halbfinale kann man sich in der Champions League echt nicht mehr wünschen. Das wäre der Oberhammer. Also zwei Aspekte bei beiden Partien, die entstehen könnten, also Madrid-Derby und auch noch Pep Guardiolas aktueller Verein gegen den neuen Verein, also besser könnte es nicht mehr gehen, da würde ich fast schon als FIFA, die ja sehr gerne manchmal ja komische, korrupte Aktionen machen, gleich mal schummeln für die Einschaltquote, nee, Quatsch, Spaß beiseite, Leute. Das könnte schon mega geil werden, ich finde es ein bisschen komisch, ich finde es ein bisschen, ja, pinzerig und peinlich von Cristiano Ronaldo nach der Aktion, dass er in der Öffentlichkeit sagt, er hofft, dass die Bayern rausfliegen. Das klingt für mich so, ich heu wieder rum, weil, oh Gott, die Bayern schlagen uns. Hab doch mal Eier, Junge. Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, der einfach unglaublich kein Fan von Cristiano Ronaldo und Messi ist. Ich weiß nicht, ich kann diese beiden Personen nicht leiden. Ich bin mir sicher, Messi ist, glaube ich, privat ein ganz netter Typ. Sind beides tolle Fußballer, aber ich war noch nie Fans von den beiden. Ich habe sie nie bei FIFA oder sonst irgendwo geholt, weil ich einfach kein großer Fan von denen bin. Die haben mir einfach so unangenehme Charakter, besonders Ronaldo. Und ich werde eine Party machen, wenn die Karriereende machen. Ich habe so ein bisschen dieses Hochgejubel, das geht mir so auf den Sack. Ronaldo ist natürlich, gerade mal gegen Wolfsburg gesehen, klasse Fußballer. Aber trotzdem irgendwie, jetzt ist mal Ende im Gelände, liebe Freunde. Ganz ehrlich. Und ja, das ist, das wird mal richtig geil, dieses Halbfinale. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, denkt dran, heute noch Liverpool gegen Dortmund. Was glaubt ihr? Wer wird weiterkommen? Ich hab so ein bisschen die Idee, dass Liverpool das Spiel macht. Dortmund natürlich den Vorteil, dass sie auswärts spielen. Ein Tor könnte eventuell reichen. Wenn aber das 1-1 kommt, gäbe es Verlängerung. Wenn zwei Tore Dortmund macht, dann ist es vorbei für Liverpool. Aber ich glaube, vielleicht hat ja Klopp eine gute Taktik. Nur Dortmund an sich, ja, da könnte halt ein Weinfeller und so natürlich auch dem Tore sagen, hey, der hat das und das vor. Wer weiß das schon. So, dann denkt dran, nächste Woche ist DFB-Pokal, liebe Freunde. Es gibt dann wahrscheinlich wieder donnerstags, nicht mittwochs, meine dritte Halbzeit-Bundesliga-Stars-Folge.
um natürlich die Auflösung zu machen zwischen FC Bayern München und Werder Bremen und Hertha BSC gegen Dortmund, wird es Berlin zum allerersten Mal schaffen, im eigenen Stadion im Finale zu stehen. Die Bayern gegen Bremen. Kann Bremen in ihrer Situation überhaupt irgendwas reißen? Pokal schreibt eigene Geschichten. Wir alle denken wahrscheinlich nein, aber man weiß es nicht. Beide Spiele natürlich auf Sky und im Free TV zu sehen nächste Woche. Es wird Oberhammer. Was glaubt ihr, wie das Finale wird? Ich persönlich glaube, es wird Bayern gegen Dortmund. Aber Berlin vielleicht mit einer Riesenmotivation und einer Sensation vielleicht was möglich. Ich denke, Bremen wird zu 3-4-0 verlieren gegen die Bayern. Das wird richtig spannend. Die Analyse und Feedback da über diese Kommentare von euch und von mir, von den Spielen, gibt es dann in der nächsten Folge. Das wird der Oberhammer, denke ich. Dann noch News. Habe ich noch zwei euch für euch. Ich habe Anfang der Folge gesagt, Hasenhüttl ist in Diskussion gekommen. RB Leipzig, denn kommt schon wieder mit negativen Sympathiepunkten bei allen in Deutschland an. Anscheinend haben sie im Hintergrund, also Rangnick hat sich definitiv mit ihm getroffen. Es heißt aber nur, es würde irgendwie Erfahrungsgespräch gewesen sein. Man hat sich Erfahrungspunkte ausgetauscht. Aber irgendwie scheint auch so zu sein, dass ja der Ralf Rangnick sucht ja für die Bundesliga, für die neue Saison noch einen neuen Trainer an. Da sind Diskussionen gekommen, dass Leipzig ihn holen will und ohne irgendwie das mit Fairplay-Modus erstmal mit Ingolstadt abzusprechen oder anzusprechen, sind da schon die Gespräche losgegangen. Ingolstadt hat jetzt gesagt, das ist echt blödes Verhalten von Leipzig. Und das ist, ist der Punkt. Leipzig muss man akzeptieren. Leipzig versucht natürlich jetzt mit ihrem Team was aufzubauen. Der Chef hat gesagt, Leipzig soll irgendwie natürlich ohne ihn mit dem Geld leben und alles hinbekommen. Das ist alles in Ordnung, man muss damit leben, aber das ist genau dieses Problem, dass Leipzig einfach immer wieder solche Aktionen sich leistet, wo man einfach sagt, man kann einfach nicht anfangen, sie zu mögen, es geht einfach nicht, weil sie immer wieder negativ irgendwie Schlagzeilen machen oder so unsympathisch wirken. Keine Ahnung, vielleicht muss man sich überlegen, ob er den Ralf Rangnick mal los wird. Ich finde, er hat eine sehr negative Ausstrahlung. Das ist meine persönliche Meinung, Leute. Jetzt nicht wieder ansagen hier negativ und so. Ich weiß nicht, ich finde es auch nicht so cool. Natürlich sucht man einen Trainer. Vielleicht sollte Leipzig sich überlegen, ob man nur einen Sensationstrainer holt. Was Größeres noch oder was ausgefallen ist. Ich denke aber, Leipzig hat das Problem, genau weil sie dieses merkwürdige Image haben, will kein Trainer zu denen gehen, weil sie Angst haben, ausgebuht zu werden. Ich glaube, man sollte sich für die neue Saison einfach ein besseres Marketing-Image sich überlegen. Nicht so dieses Arsch-Arsch-Image. Vielleicht haben die es gar nicht, aber es kommt nun mal so rüber. Dann, glaube ich, kann jeder sie auch mehr akzeptieren. Und das muss ja auch so sein, denn es ist nun mal, wir wollen ja alle sportlich sein und fair play, aber wenn man sich halt unsportlich verhält in Leipziger Sicht, was halt so rüberkommt, muss ja nicht so sein, es kommt halt einfach nur so rüber, ist das merkwürdig. Zur letzten Nachricht ist, habt ihr es mitgekommen zu Leicester City? Die sind leider diese Woche negativ in den Schlagzeilen gekommen. Sie haben anscheinend falsche finanzielle Angaben gemacht in der dritten Ligasaison 13-14 und sind dadurch in eine Gewinnsumme gekommen, womit sie Spieler verpflichten konnten, die ihnen geholfen haben, aufzusteigen mit 16 Toren und so weiter. Und jetzt wird da ermittelt. Und da kommt jetzt die Frage auf, wenn das wirklich stimmen sollte, wird ihnen am Ende den wahrscheinlich gewonnenen Titel in der Premier League abgenommen? Das könnte noch Diskussionen geben. Ich will mal wissen, was ihr dazu seht. Ich persönlich, für mich wirkt es jetzt so in dem Motto, das war ja gar nicht so geplant, die ganzen Wettfirmen, die gehen jetzt im Hintergrund auf irgendwelche Agenten und Inspektoren und Mafia oder was auch immer los und sagen, hey, könnt ihr mal gucken, ob man da nicht was findet, dass Leicester City auf jeden Fall nicht Meister wird, weil sonst machen wir riesen Verluste. So wirkt das jetzt für mich, ich weiß nicht, wie ihr da seht, ich finde es sehr merkwürdig. Die ganze Welt gönnt das Leicester City für dieses Wunder, für diese tolle Geschichte, die sie da reiten und für mich wirkt das so für Leute, die jetzt Verluste machen finanziell, die sagen jetzt, lass mal gucken, wo ist da ein Haken. Für mich wirkt das so, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ich finde das persönlich so, finde ich ein bisschen traurig und wir gucken uns jetzt den 13. Spieltag an und dann noch Bundesliga-Stars und tippen, wow, die Folge geht ein bisschen länger,
Ich bin halt eine Labertasche, aber es macht euch Spaß, mit euch zu labern. Ich hoffe, es gefällt euch. Hannover 96 gegen Gladbach spielt. Also ich denke, wenn Gladbach da so einen Flop hinlegt wegen Ingolstadt, dann wird das ein gutes Spiel von Hannover, wenn die so gut spielen gegen Hertha. Augsburg-Stuttgart spielt, Hoffenheim gegen Berlin, Bremen-Wolfsburg, Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, Darmstadt gegen Ingolstadt, Bayern-München gegen Schalke, Dortmund empfängt den HSV, Mainz gegen Köln. Ja, das erstmal zu den Fakten, dritte Halbzeit. Jetzt wechseln wir nicht zur Bundesliga, sondern natürlich zu unserer Bundesliga-Stars. Und da sehen wir folgendermaßen die Liga-Übersicht. VfB Simeone mit 10 Punkten bleibt Erster. Eisbären Köln fällt runter mit gerade mal 2 Punkten. Hat einen Riesenverlust einbüßen müssen in diesem Spieltag. VfC Dortmund 07, 17 Punkte. Und Gewinner ist RTBX1 oder I, ich weiß gar nicht, was es ist, genau. Zweimal hat er schon den Spieltag gewonnen, 45 Punkte. Und Deko, ja, ich bleib dran mit 21 Punkten. Hab mir aber vorgenommen, ich werde nichts mehr ändern in der Saison. Ich weiß ja nicht, ob die Kader rebootet werden für die neue Saison. Man muss neu einkaufen oder ob man dann wieder gucken muss. Ich finde, ihr habt teilweise recht unter den Kommentaren. Bei Bundesliga-Stars stört mich ein bisschen. Man hat auf dem Transfermarkt gar keine Möglichkeit, noch irgendwas einzukaufen. Und vielleicht muss man sich da wirklich mal überlegen, vielleicht muss Bundesliga-Stars für die neue Saison, weil es ja dieses Spiel noch relativ neu gibt, doch überlegen, ob man intern noch mit den Vereinen hier verhandeln kann. Ich bin wieder gut im Plus, aber ich bin jetzt auch nicht mehr bereit, was zu ändern. Ich bin jetzt mit der Saison zufrieden. FSS, RNS, HSV kommt 2 Plätze runter, Sporting rutscht runter, Mönchengladbach kommt runter. Und man sieht natürlich, SC Oettinger ist einer der Letzten, der dazugekommen ist. Der hat es natürlich schwer. Wie soll er denn jetzt noch hochkommen? Er hat natürlich keine Möglichkeiten mehr, Spieler zu verpflichten. Er hat es auch geschrieben, er hat genug Kohle, aber keine guten Spieler mehr auf dem Transfermarkt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich kriege jetzt schon zum zweiten Mal in Folge eine E-Mail, dass erster FC Bayern München nicht mehr aktiv ist. Ich soll ihn doch löschen, schreibt mir bundesligastars.com. Ich habe mich aber entschieden, ihn drin zu lassen, weil er macht noch Punkte. Für Rest der Saison lohnt sich eh nicht mehr, dass ein neuer dazukommt. Ja, das ist die aktuelle Tabellenlage. Wir gucken mal Teamauswertung an sich. Wir sehen Timo Horn 2 Punkte, Christensen 2 Punkte, Pekarek 2 Punkte, Tashi hat einen Punkt gemacht, dass er überhaupt gespielt hat, das ist richtig cool, Darida 2 Punkte, Amiri 6 Punkte, Chiarici 3 Punkte, Gentner hat leider mal nicht gespielt, ich weiß nicht, ob er angeschlagen war, Lewandowski 3 Punkte, Aubameyang hat leider wegen Europa League nicht gespielt, da hätte ich mal dran denken sollen, hätte ich mal wegen den 2 Mal wieder Verluste gemacht, sowas Blödes. Richtig ärgerlich. In der Challenge 1, die habe ich noch im Nachhinein natürlich hier mit euch gemacht. 28 Kopfballduelle gewinnen. 17 habe ich nur gemacht mit Modest. Der hat 11 gewonnen, das ist nicht schlecht. Lewandowski 5, Müller 1, Kruse hatte, glaube ich, gar nicht gespielt. Deswegen war das eine blöde Idee. Und wir schauen nochmal zum Ende auf die Statistiken von unserer Liga. Denn da sieht es folgendermaßen aus. Wir sind immer noch, Rückrundencup ist es gar nicht, nee, Top-Liga. Wir sehen da, erste Badliga, die wir toppen wollen, 3.126 Punkte. Wir sind leider ungefähr ein bisschen mehr als 300 Punkte immer noch hinten dran. Wir werden sie, glaube ich, auch nicht mehr toppen in dieser Saison. Wir müssen das in der nächsten Saison versuchen mit ersten Spieltag. Dann wird das, glaube ich, richtig, richtig gut, liebe Freunde. Und dann kriegen wir das vielleicht auch hin, dass wir die erste Badliga, das Ziel erreichen in dieser Serie, dass wir die erste Badliga toppen. Da würde ich mich ehrlich gesagt richtig drüber freuen. Lass uns jetzt mal noch tippen im Tippspiel. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt hier nicht mehr so viel wie die Aufstellung. Es gibt nicht mehr so viel Spannendes. Ich werde jetzt erstmal nichts ändern. Ich bin zufrieden. Spannender wird es wahrscheinlich erst wieder, wenn es in die neue Saison geht. Und wir tippen mal. Wir gucken mal den 19. Spieltag. 8 Punkte habe ich gemacht. Mist, ich habe ein 1-1 gesagt, aber ist auch in Ordnung. 1 Punkt gemacht. 3 Punkte. Habe 1-3 richtig getippt. Sehr gut. Und dann gucken wir uns jetzt den 30. Spieltag an. Hannover gegen Gladbach, habe ich vorhin schon erwähnt. Da glaube ich, es wird ein 1-1. Ich habe das Gefühl, dass Hannover wieder ein bisschen kommt am Ende. Am Ende ist ja immer so, dass die Abschiedskandidaten richtig gut werden nochmal. Dann Augsburg gegen Stuttgart. Schwierige Partie, aber ich denke, es wird ein 1, ja, ein 12-0, genau. Ne, ein 1-2 für Stuttgart. Dann Leverkusen schlägt Frankfurt 3-0. Die TSG ist gut dabei. Ich sag, Hertha ist am Wackeln, ob sie wirklich am Wackeln sind, sie haben DFB-Pokal vielleicht im Hinterkopf, ich sag ein 2-2, dann Darmstadt verliert 0-1 gegen Ingolstadt, Bremen verliert 0-2 gegen Wolfsburg, die Bayern schlagen 3-0 Schalke, Dortmund schlägt Hamburger SV 2-0, die Mainzer
spielen ein 2 zu 1 gegen Köln. Tut mir leid für die Hamburger Fans, aber ich finde schon, das ist ein nettes Ergebnis. Wir gucken uns die zweite Liga nochmal an. Wie habe ich denn da so getippt? 9 Punkte, nicht schlecht. Ich habe das Leipzig-Spiel richtig getippt. Ich habe das 8 München-Fürth-Spiel richtig getippt. Kaiserslautern, jo, 0-0, 1-1. Joa, kann man mit leben, war ein grauenhaftes Spiel, ganz ehrlich. Egal, wir wollen die Saison noch abhaken. Nächste Saison wird komplett anders bei Kaiserslautern. Duisburg und 8 München. Leute, Duisburg hat gewonnen. Das wollte ich mal ganz kurz angucken. Hat gewonnen gegen Nürnberg. Und ich glaube, ich muss euch das doch nochmal ganz kurz zeigen, auch wenn die Folge schon lange geht. Falls ihr nicht so Zweitliga-orientiert seid zum Thema Tabelle. Leute, es wird nochmal extrem spannend. Ihr seht das hier. Duisburg hat gewonnen, 22 Punkte, spielt jetzt gegen 68 München. Mit einem Sieg genauso viele Punkte wie 68 München. Düsseldorf spielt gegen Eintracht Frankfurt. Es geht sowas von ab jetzt in dieser Runde. Und ich sage ganz ehrlich, ich glaube, Duisburg gewinnt das 1-0. Leipzig gewinnt 3-0 gegen Sandhausen. Frankfurt gewinnt 2-0 gegen Paderborn. St. Pauli 1-1 gegen Bochum. KSC verliert 1-3 gegen Nürnberg. Kräuter Fürth schlägt 3-2 Düsseldorf. Union verliert 1-2 gegen Heidenheim. Bielefeld gegen Kaiserslautern. Hinspiel ging, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube, auch das wird ein 0-0, weil Bielefeld ist defensiv sehr, sehr gut. Aber Bielefeld ist offensiv nicht so schwach. Und ich glaube, es wird einfach ein 0-0. Obwohl, ich darf nicht zu viele Unentschieden haben. Und Braunschweig gegen Freiburg 1-2. Ja, liebe Freunde, das war's mit der dritten Halbzeit, das war's mit dieser Folge. Ging ein bisschen lange, ich hoffe, das war in Ordnung. Ich wollte mal was ausprobieren, hab ein bisschen viel vielleicht gelabert. Trotzdem, ich denke, in Zukunft könnte das richtig spannend werden. Bin gespannt, was ihr in der Bundesliga-Stars so treibt und was am Wochenende so passiert. Wir sehen uns nächste Woche wieder nach dem DFB-Pokal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das war's von mir. Bis dahin, euer Dico. Tschüss!